heute, wer beweist denn sowas, das große Fußballduell. Peter Neururer im Team mit Bernhard Hoeker und sie spielen gegen Dietmar Hamann und Elton und los geht's. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Anpfiff. Zu dieser Runde, wer weiß denn sowas, das große Fußballduell, ja, eine Legende, Peter Neururer, meine Damen und Herren. Um keinen Spruch verlegen, heute gilt es natürlich auch, die richtigen Antworten zu finden im Team mit Bernhard Hoeker. Und im Unterschied zu Peter Neururer hat Dietmar Hamann ja durchaus mal erfolgreich Fußball gespielt, ja, oder? FC Bayern München, Liverpool, Manchester City, Nationalmannschaft, ne? Und ist erst später Trainer geworden. Ne? Du hast dich früh für den Trainer entschieden, damit du oben mitmischen kannst. Ja nicht, oder? Damit ich oben mitmischen kann. Ich bin immer klein wenig falsch eingeschätzt worden. Auf die Frage hin, wie warst du eigentlich als Fußballer? Habe ich gesagt, ich war Weltklasse. Ich habe leider immer nur in der falschen Liga gespielt. Ah, keiner hat dein Talent entdeckt, siehst du? Deshalb, daran hat es gelegen. Aber ihr werdet heute wieder eine Menge aus dieser Sendung mitnehmen, eine Menge Dinge, die man auch weitererzählen kann. Und vielleicht sogar das, wussten Sie eigentlich das, meine Damen und Herren, Hunde ungefähr doppelt so viele Hirnzellen besitzen wie Katzen. Oh. Doppelt so viele. Ja. Ja. Also nicht jeder Hund macht was draus, aber es ist erstmal ein Fakt. Nicht jeder Hund macht was draus. Unbestritten. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie sich unser Publikum heute verteilt hat. Hinter Bernhard und Peter Neururer sitzen 64 Zuschauer. Hinter Elton und Dietmar Hamann sitzen 60. Es ist für beide Teams ein Heimspiel. Jeder hat seine Fans hinter sich versammelt. Das Spiel kann beginnen. Hier sind unsere 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Kategorien heute sind Fragezeichen, im Garten, Einspruch, damals, Ernährung, Benelux, unsere Erde, tierisch, Straßenverkehr, Brust, clever und unser Körper. Erstmal nichts, was vordergründig nach Sport oder Fußball aussieht. Ja, Mensch, ihr dürft ja beginnen, ihr habt ein paar wenige Zuschauer mehr hinter euch. Der sagt gut, ja, wir fangen mal mit unserem Körper an. Mhm. Ja, nicht unser Körper. Sondern den kennen wir ja. Wir kennen uns den anderen Körper natürlich auch aus. Ich mach fest von aus. Was hat Bernhard auf dem Rücken tätowiert? Keine Ahnung, ich war besoffen. Erste Frage. Forscher der City University New York untersuchten die visuelle Wahrnehmung und stellten fest, dass Frauen Gegenstände etwas kleiner wahrnehmen, B, räumlich besser sehen oder C, in wärmeren Tönen sehen. Gegenstände etwas kleiner wahrnehmen, da gehen wir besser nicht drauf ein. Räumlich besser sehen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, warum man dafür Applaus bekommt. Aber ja, ich weiß auch nicht, wovon du redest, aber das ist bei mir kein Gegenstand. Bei mir auch nicht. Nein. Räumlich besser sehen. Ich weiß, Damen haben des Öfteren Probleme, wodurch auch immer bedingt mit dem Links-Rechts einordnen. Ja, also ich bin da Links-Rechts hat natürlich was mit räumlichem Sehen zu tun. Also Gegenstände, meiner Meinung nach, das kleiner wahrnehmen, durchaus möglich in wärmeren Tönen. Hängt was mit der Gemütsverfassung dieser jeweiligen zu untersuchenden Dame. Aber was wäre denn dann das Ergebnis? Ich zeige denen eine Farbe und dann sagt der Mann, sagt dann, das ist eiskaltes Blau. Und die Frau sagt, das ist so ein kuscheliges Grün, genau. Ja, wunderbar. Also streichen wir das. Aber groß und klein mit der Wahrnehmung kommen wir der Sache, glaube ich, näher. Das kann natürlich sein, wenn du zeigst den Leuten Gegenstände, du zeigst den Versuchspersonen Gegenstände und dann sollen sie sagen, wie groß sie sind. Und bei Frauen sind die im Schnitt kleiner, schätzen die irgendwie 2% kleiner. Kleiner ein. Also sagen nicht 10 Zentimeter, sondern das sind irgendwie 8 Zentimeter. Was jetzt 20? Bei den Zentimetern ist genau das Richtige, ganz genau. Naja, Zentimeter bei groß und klein ist Zentimeter ein durchaus. Das ist so, da redet man nicht von Kilogramm, sondern von... Genau. Also ich tendiere ganz klar zu Gegenständen etwas kleiner wahrnehmen. Ja, also das ist natürlich der klassische Gag.
Das sind nicht 20 Zentimeter, ja klar, weil du alles kleiner siehst. Weißt du, so von der Idee, räumlich besser sehen, wäre genau ist anders, das eigentlich, als wir es erwarten. Ist das eigentlich damals für dich geschrieben worden, das Lied? Das sind nicht 20 Zentimeter, nie im Leben, kleiner Peter. Da haben wir es wieder. Von welchen 20 Zentimeter reden die da? Das ist noch die große Frage. Werner, meine Tendenz, meine Wahrnehmung geht Richtung A. Wir fangen mal vorne an, wir raten A. Und wenn der Peter eines hat, dann ist es Überzeugungskraft, um die Menschen in seiner Umgebung zum Sieg zu tragen. Eigentlich ja. Forscher der City University New York haben in verschiedenen Tests herausgefunden, dass Männer schwache Kontraste und schnelle Bewegungen besser erkennen als Frauen. Beim Farbtest haben die Männer alle Farben bläulicher wahrgenommen. Dies bedeutet, dass Frauen die Welt in wärmeren Tönen wahrnehmen. Es wird vermutet, dass das Testosteron für diese Unterschiede verantwortlich ist, das bei Männern in höherer Konzentration vorkommt. Gerade das primäre Sehzentrum weist nämlich eine hohe Dichte von Andockstellen für Testosteron auf. Deswegen spricht man davon, dass Frauen die Welt oft rosarot sehen. Ja. Also das hätte er als drittes erst genommen. Also insofern. Ja, man erfährt viel Spannendes ja, bei uns. Dafür ja. sind wir ja hier. Es bleibt genau. erstmal genau. bei wir null. Für und ich Bildung. Glaube, ihr seid durchaus froh, dass ihr die Frage nicht hattet. Welche Kategorie hättet ihr denn gern? Straßenverkehr. Südkoreanische Ingenieure stellen seit 2009 Autoreifen her, die A. aus Reiskörnern bestehen, B. sich wie Bambus anfühlen oder C. nach Lavendel duften. Ja, schade. Okay, also, sich wie Bambus anfühlen. Hä? Verstehe ich nicht. Warum sollen sich Autoreifen anfühlen wie Bambus? Und wie fühlt sich Bambus an? Und vor allen Dingen was? Die Bambusblätter, die Bambusstiele? Verstehe ich nicht. Deswegen würde ich B mal ausschließen. Macht für mich auch keinen Sinn. Ich kann mir C nicht vorstellen. Warum sollte der Reifen nach Lavendel duften? Ja, weiß ich warum. Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich wegen Verkehrssmog, Gedöns, da stinkt alles. Und wenn jetzt der Reifen sich abreibt, da sind Duftstoffe drin, dann riecht es zumindest ein bisschen angenehmer. Es war trotzdem immer noch alles vergiftet. Wahrscheinlich durch diesen Stoff auch noch zusätzlich, weil das ein chemischer Stoff wahrscheinlich ist. Aber es riecht trotzdem angenehm. Der Nutzen daraus? Der Nutzen daraus ist, dass es halt, wenn Smog ist, besser riecht. Der Smog. Du bist zwar trotzdem krank, aber du riechst da. Also man riecht besser. Es kann natürlich sein, dass ein Reifen aus Reiskörnern besteht, aus Umweltgeschichte. Ich glaube aber, dass Südkorea Reis, da wollen die uns mit in die Irre führen. So. Aber B oder C? Ja, ich bin für A oder C. Was ist eher deine Tendenz? Ich würde dann auch, der Gegner hat mit A angefangen, da würde auch ich hintendieren. Du würdest dann A nehmen. Gut, ich bin für A oder C, du bist mehr für A, dann nehmen wir A. A ist notiert und wir schalten live nach Südkorea. 2009 gab es eine ungewöhnliche Premiere auf dem Reifenmarkt. Ingenieure aus Südkorea stellten neuartige Autoreifen vor, die nach Lavendel duften, sobald das Material sich durch die Straßenreibung erhitzt. Der Duft ist in 10 Meter Entfernung noch wahrzunehmen und soll den Abgasgeruch verringern. Die Lavendelreifen waren in Asien ein sofortiger Erfolg. Oh. Komplett die richtige Erklärung geliefert und dann den falschen Schluss gezogen. Ja? Also es bleibt 0-0. Pfeffer und Prost. Können wir aufs Publikum zurückgreifen? Weil das sind Sachen, dass die wissen. Sollen wir mit Einspruch mal? Genau. Wir nehmen Einspruch. Lkw-Fahrer dürfen nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs A. ihre 45-Stunden-Pause nicht in ihrem Fahrzeug verbringen, B. nicht länger als 3 Stunden auf einem Rasthof verweilen oder C. nicht selbst kochen. Also ich hilf mir, aber nicht selbst kochen, also warum sollen Lkw-Fahrer nicht selbst kochen? Weil das möglicherweise eine Belastung ist und nicht zur Pause dienlich. Formaljuristisch könnte man das so auswerten. Ich weiß ja nicht, wie viel Stress entsteht bei dir, wenn du mal kochst. Also ich bin stressfrei beim Kochen. Bei mir entsteht da kein Stress. Bei mir auch nicht. So.
nicht länger als 3 Stunden auf einem Rasthof verweilen, ist totaler Quatsch. Die das übernachten ja manchmal. Genau, ganz genau. So. Ihre 45-Stunden-Pause nicht in Ihrem Fahrzeug verbringen. Ganz kurz. Wer hat denn eine 45-Stunden-Pause? Ja, und vor allem, was, in einer 45-Stunden-Pause komme ich auf jede Idee. Aber mit Sicherheit nicht im Fahrzeug verweilen. Ich bin jetzt eher selbst bei C. Ich fand das jetzt gar nicht, dass das nicht als Pause gilt. Ja. Ja? A oder C. Du hast mich jetzt zum zweiten Mal überzeugt. Ich meine, ja, nicht, dass wir zum zweiten Mal daneben liegen. Egal. Ich sage auch C. Vom Logischen her kann es nur C sein. Als schlafen dürfen die da. Genau. Vorstellen. Also Entscheidung. Wir nehmen C. Nehmen C. Gut. So, Peter, es ist wieder gelungen, dich zu überzeugen, ja, Bernhard. Guter Trainer. Und es hat ja schon beim ersten Mal gut funktioniert. Hervorragend, dankeschön. Neben der täglichen Ruhezeit von mindestens 9 Stunden müssen Kraftfahrer regelmäßig alle 6 Fahrtage eine Pause von 45 Stunden am Stück einhalten. Der Europäische Gerichtshof urteilte nun, dass sie diese Ruhezeit aber nicht im LKW verbringen dürfen. Ziel des Gesetzgebers ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Fahrer, die bei einer Pause im Fahrzeug nicht gewährleistet wäre. Antwort A ist die richtige. Gedanklich nicht falsch. Ich würde jetzt für das weitere Spiel einfach die Taktik umstellen. Mach ich. Du fragst Peter, was er nehmen würde, und nimmst dann das andere. Danke. Hm? So, ich bleib erstmal bei. Bin ich immer der Dumme. Bei Null. Aber ihr liegt ja noch nicht mal hinten, Peter. Ihr liegt ja noch nicht mal hinten, weil die anderen haben ja auch noch nichts gerissen. Aber vielleicht jetzt. Clever. Wer oder was könnte schuld daran sein, wenn das heimische WLAN langsamer ist als erwartet? A. Nachbarn, B. Küchenradio in der Nähe des Routers oder C. schmutzige Fensterscheiben. Bevor ich jetzt rede, nee, sag du mal was. Also A werde ich nicht ausschließen, falls viele das Internet nutzen. Mhm. B. Ich bin noch jemand, der ein Küchenradio hat. Und das Küchenradio spinnt ab und zu. Ja. Ist der Empfang weg. Ja. Ja. Dass mit WLAN zusammenhängt oder mit der abgebrochenen Antenne. Na, hast du WLAN in der Wohnung? Ja. Ja. So. Also C würde ich ausschließen. Ich bin bei C auch. Ich finde alles drei total super. Selbst C finde ich super, weil das ist keine glatte Fläche mehr. Da ist Schmutz drauf. Das heißt, die WLAN-Strahlen können nicht mehr... Oder ist es sogar, wenn das glatt ist, dass die WLAN-Strahlen rausgehen und wenn das schmutzig ist, hast du sogar besseren Empfang. Der Klassiker ist natürlich Nachbarn. Wenn nämlich die auch im selben WLAN drin sind, wie du, wenn du kein Passwort hast oder nicht wirklich geschützt ist, gehen die auch ins WLAN rein, in dein WLAN, und dann ist es langsamer. Also, was machen wir? Wir nehmen A. Unfassbar. Oha. Hinter uns ist man nicht der Meinung. Blankes Entsetzen im... Aber irgendwann muss ja auch A mal richtig sein. Ja, 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 schon klar. Ja. Aber ich sag mal so, Elton, wenn alle Nachbarn dein WLAN-Passwort haben, dann hast du eh ein Problem. Die meisten WLAN-Router senden und empfangen in einem bestimmten Frequenzbereich zwischen 2400 und 2483 MHz. Dieser Bereich ist dazu in 13 Funkkanäle unterteilt. Vom Werk aus sind viele Router auf den Kanal 6 eingerichtet. Das Problem? Jeder Funkkanal kann nur ein Datenpaket gleichzeitig weiterleiten. Wenn in einem Mehrfamilienhaus mehrere Router denselben Kanal nutzen, kommt es zur Datenkollision. Experten empfehlen deshalb, in den Routereinstellungen auf andere Kanäle auszuweichen. Antwort A ist richtig! Und dafür müssen die Nachbarn nicht in deinem Netz sein. Ja, okay. Ja, es geht um die Funkfrequenzen. Ja. Die ersten 500 Euro sind ausgezahlt. Und wir nehmen unsere Erde. Ja? Oh, oh. Oh, oh, oh. Ich mag das. Untersuchungen von Geophysikern belegen, dass die Erde A brummt, B pfeift oder C klingelt. Ach du Scheiße. So, jetzt fangen wir an. Super. Die Erde brummt. Komm, Werner, mach's schnell. Ich weiß es nicht genau. Klingeln wäre der Wechsel von Tönen, so Ding, Dong, Ding, Dong, Ding, also sowas. Pfeifen wäre ein hoher, klarer Ton. Brummen ist eine Wahrnehmung. Brummen ist so ein
Und das kann also, ich mir vorstellen. Also wenn ich die ewig daneben liegen würde, würde ich dir jetzt schon wieder recht geben, in dem Brumm für mich. Du würdest mir wieder recht geben, nach wieder recht geben, nachdem wieder recht geben damit, dass wenn ich dich überzeuge, grundsätzlich das gegenteilige eintritt. Nachdem du schon die ersten beiden Fragen versemmelt hast, Bernhard. Ja, ja, tut mir total leid. Du hattest immer recht. Nein, war schon korrekt so. Von daher. Was ist denn dein Gefühl? Nimm's bloß nicht. Mein Gefühl ist Brumm. Es brummt mal wieder. Ja, meins auch. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, und wieder sind wir bei A. Aber jetzt ist es A. Ja. Sollen wir A nehmen? Dann nehmen wir A. Wir nehmen A. Wir nehmen A. Das gibt's ja gar nicht. Dass jetzt wieder nichts wird, dann brummt hier die Luft. Unsere Erde ist alles andere als ein ruhiges Fleckchen. Da wird gebohrt und getrampelt, es wie im Winde und hin und wieder wackelt's gewaltig. Doch damit nicht genug. Geophysiker konnten belegen, dass die Erde brummt. Dieser sogenannte Hamm wurde erstmals 1998 vernommen und seither mehrfach aufgezeichnet, zuletzt 2017. Für das menschliche Ohr ist er nicht wahrnehmbar, da er sich im Millihertz-Bereich befindet. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Geräusche aus der Rotationsbewegung der Erde resultieren. Richtige Antwort. 500 Euro auch auf eurem Konto. Du bist ja ein bisschen rumgekommen, ne? Ja. Wollen wir es probieren? Ja. Benelux. Warum gingen im belgischen Städtchen Wanrode im Oktober 2017 viele Uhren vor? A. Ein Generator erzeugte Strom mit der falschen Frequenz. B. Der Bürgermeister wollte, dass alle Schüler pünktlich sind. Oder C. Bei Bohrungen stieß man auf ein hochmagnetisches Gestein. Hä? Wanrode in Belgien. Also, wie gesagt, Physik und sowas ist nicht so, aber warum sollte ein hochmagnetisches Gestein dafür sorgen, dass meine Uhr vorgeht? Das hat doch, wenn überhaupt, was mit dem Kompass oder so zu tun, aber doch nicht mit einer Uhr. Der Bürgermeister wollte, dass alle Schüler pünktlich sind. Das heißt, nur die öffentlichen Uhren wurden vorgestellt, aber das macht ja keinen Sinn. Aber es heißt ja nicht, dass die unbewusst vorgingen. Nee. Das heißt, vielleicht hat er allen Schülern gesagt, oder der Schule, die Kinder sollen alle mal 3 oder 5 Minuten die Uhr vorstellen, weil zu viele Kinder zu spät kommen. Und wir stellen die Rathausuhr um. Ja, aber jeder hat doch seine eigene Uhr. Und ich als Schüler denke mir doch, was der Bürgermeister sagt, ich stelle doch nicht mal, also... Würde ich so sagen, gell? B würde ich also auch ausschließen. Dann bleibt fast schon wieder A übrig. Aber A ist heute irgendwie... Hast du irgendeine Tendenz? Nee. Ja, dann müssen wir das Publikum fragen, weil ich A oder C, vielleicht hat es wirklich einer gelesen. Ich bin auf einmal wieder bei C, obwohl ich das am Anfang ausgeschlossen habe. Ich weiß es aber nicht. Ich will mich da auch tatsächlich nicht hundertprozentig festlegen. Publikum oder? Ja, wir nehmen Publikum. Gut. Ja? Vielleicht ist ja ein Physiker dabei, der sagt, Uhrzeit hat mit Strom überhaupt nichts zu tun. Wahrscheinlich ist es A. Frequenz. Es geht ja um eine Frequenz. Was? So, es braucht manchmal so einen Moment, oder? Da muss man erstmal Schwung holen. Ich komme auf die Seite. Grüß dich. Ich bin Uwe. Woher kommst du? Aus Buxtehude. Ja. Okay, das ist jetzt nicht genau an der belgischen Grenze. Nee, ich weiß es auch nicht. Ja? Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage B, weil ich A und C nicht vorstellen kann. Aha. Weil es gibt Funkuhren, es gibt Uhren mit Batteriebetrieb, ich glaube B. B, alles klar. Also, wir schauen uns das gemeinsam an. Was ist da in Wanrode los gewesen? Im belgischen Wanrode tickten die Uhren im Oktober 2017 anders als sonst. Wegen eines Umbaus bei den örtlichen Elektrizitätswerken wurde ein Ersatzstromgenerator installiert, der den Strom statt, wie sonst üblich, mit 50, mit 51 Hertz fließen ließ. Viele elektrische Geräte und Uhren sind aber auf den Regeltakt geeicht und liefen deshalb pro Tag eine halbe Stunde schneller. Heizungen spielten verrückt, Wecker klingelten mitten in der Nacht und elektrische Rollläden bekamen ein Eigenleben. Ei! Uhren!
Ich drücke die Daumen, dass es für euch hier gut weiterläuft. 500 Euro bleiben es. Team Bernhard. Wir nehmen im Garten. Aha. Also, ihr macht dabei immer, oh, da hinten. Was wollt ihr denn? Her. Konzentration, das hat im weitesten Sinne vielleicht sogar was mit Fußball zu tun. Ah. Schneebedeckter Rasen sollte zu seinem Schutz A. nach dem Abtauen sofort gedüngt werden, B. so schnell wie möglich von Schnee befreit werden oder C. möglichst nicht betreten werden. Also, das Erste, sofortige Düngen bringt nichts. So schnell wie möglich vom Schnee befreit werden zum Schutz des Rasens, durchaus. Muss nicht sein, weil unser Greenkeeper vom Golfclub immer was so erzählt, was es damit zu tun hat, dass zum Beispiel auch Schnee den Rasen rein von der Thermik her schützt, wärmemäßig, kältemäßig und wie auch immer. Also das heißt, der soll sogar drauf liegen? Ja. Möglichst nicht betreten werden macht Sinn. Warum? Denn da kann ich möglicherweise die Grashalme mit beschädigen. Also ich würde auch denken, dass er sich verdichtet und dann langsamer schmilzt und dann länger gefroren bleibt. Dadurch entsteht Eis, ganz genau. Bleibt länger gefroren, mit Sicherheit nicht zum Vorteil des Rasens. So schnell wie möglich vom Schnee befreien. Ich warte mal ein bisschen, weil du ja doch gerne wechselst. Ich soll mich ja quasi zurückhalten. Nein, überhaupt nicht. Ich nehme EC, aber du kannst ja überlegen, ob du vielleicht doch noch nein, Abtauen wechselst. Abtauen, ist Quatsch. Für mich persönlich Quatsch. Warum soll gerade nach Abtauen sofort gedüngt werden? Welchen Effekt soll der Rasen, der ja gerade abgetaut ist? Der kann dann gerade anfangen. So, was machen wir? Wie viel Gras? Wir nehmen C. Machen weiter. C. Ich bin genötigt worden, zuzustimmen. C. Nee, Peter, so wie ich den Bernhard kenne, ist ihm diese Frage total schnuppe, ja, weil er ganz sicher Kunstrasen im Garten hat. Sind die Gräser von Raureif überzogen oder ganz gefroren? Werden sie bei Belastung beschädigt oder brechen ganz ab? Wer seinen Rasen also während der Winterzeit bei Frost und Eis schützen möchte, sollte ihn möglichst nicht betreten. Richtige Antwort! Nächste Kategorie. Wir probieren es mal mit damals. Damals, der 1917 verschickte Brief eines britischen Lords an Winston Churchill. A. war nur mit Hashtag Churchill adressiert. B. enthielt die heute populäre Chat-Abkürzung OMG. Oder drehte sich um beiliegende lustige Katzenfotos. Eine echte Geschichtsfrage. Ja, also bitte C, also ganz im Ernst, warum? Also mal abgesehen davon, na gut, Fotografie, das gab's schon alles, aber warum sollte ein Lord Winston Churchill lustige Katzen schicken? So. Enthielt die heutige populäre Chat-Abkürzung OMG. Oh mein Gott, warum OMG? Also, war nur mit Hashtag Churchill adressiert. Kann natürlich sein, dass einer nur das Ad, also zum Thema Churchill. Ja, wobei Prime Minister war er damals noch nicht. Und wenn er normaler Minister oder Politiker war, warum hätte ihn dann der Brief erreichen sollen? Vielleicht war irgendwas anderes. Oder gibt es Governor? Obwohl, das ist amerikanisch, ne? Das ist nicht unbedingt Englisch. Aber vielleicht ist das tatsächlich so eine offizielle Abkürzung für ein Minister of Government. Government. Official Minister. Government. Official Member of Government. Of the Government. Vielleicht hat er auch nur geschrieben, komme am Wochenende OMG ohne meine Großmutter. Jetzt kommt ein großes Aber, was mir gerade eingefallen ist. Der Churchill war ja mit Sicherheit nicht das einzige Official Member of the Government. Da gibt es ja viele. Warum soll denn ausgerechnet beim Churchill OMG gestanden haben? Ja, vielleicht war der Lord der Erste, der das Kürzel benutzt hat. Deswegen bin ich auf einmal wieder bei A. Ich bin bei dir. Nee. Wir nehmen A. Oh. War eben auch richtig. Naja, ich bin mal gespannt,
welchen Hashtag wir dann unter diese Frage setzen. Sir John Fisher war ein Admiral der britischen Royal Navy, wo er es zum höchsten Rang des ersten Seelords brachte. Winston Churchill, der von 1911 bis 15 das Amt des Marineministers bekleidete, hielt große Stücke auf ihn. Ein Brief Fischers an Churchill war 1917 seiner Zeit voraus. Er enthält die erste dokumentierte Verwendung der heute in sozialen Medien so gebräuchlichen Abkürzung OMG, die für den Ausruf Oh my God steht. Hashtag, das war wohl nichts. Es bleibt bei 500 Euro. Nächste Kategorie für Bernhard und Peter. Ernährung. Dann nehmen wir Ernährung. Dann nehmen wir Prost. Was gilt für die industrielle Zuckerproduktion in Deutschland? A. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei etwa 18 Kilogramm. B. Für 1 Kilogramm Zucker werden 9 bis 10 Zuckerrüben benötigt. Oder C. 41% des produzierten Zuckers landen in Getränken. Das ist jetzt echt doof, weil ich habe noch die Zuckerrübenfabrik in Rheinbach besucht. Aber das habe ich mir definitiv nicht gemerkt. Also ganz ehrlich, für ein Kilogramm Zucker 9 bis 10 Zuckerrüben, das werden mit Sicherheit mehr benutzt, kann ich mir vorstellen. Zuckerrübe, diese Größe? Hat doch nicht diese Größe. Das dürfte sein, dass diese Runkel oder diese Zuckerrübe eine normaler Größe 1 Kilo hat. Durchaus, 1 Kilo. 1 Kilo. Das heißt, in einer Zuckerrübe, 10 Stück für 1 Kilogramm. Einer Zuckerrübe sind dann 100 Gramm Zucker drin. Nach der Rechnung, ja, wäre es der Fall. Bei 10 Stück für 1 Kilo würde dem zufolge... Also der Elton hat mich vor dir gewarnt, du bist gefährlich. Dinge, ja, brandgefährlich. Dinge, die man ausschließt, hält man auf einmal für richtig. Ja, ist eine gewisse Art von Fähigkeit, oder nicht? Ja. Also, das will ich nicht unbedingt ausschließen, sagen wir mal so. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei etwa 18 Kilogramm. Was ist denn dann so? Ich habe keine Ahnung. 41% des produzierten Zuckers landen in Getränken. Der Prozentsatz ist sehr, sehr hoch, das weiß ich leider. Da liegen große Gefahren drin, also im Prinzip schon. Ich kann mir wirklich alles vorstellen. Ich würde hier gerne aufs Publikum gehen und mich hier nicht auf uns verlassen. Nee. Außer du sagst, ich weiß das. Nee, wissen nicht. Ich könnte alle Dinge vertreten. Wir fragen gleich das Publikum. Ja, mach ruhig mal weiter. Ja. Okay. Ja. Wir machen mal das Licht an. Ich habe einen Ernährungswissenschaftler dabei. So, Ja. So. Das ist schon eine Spezialfrage. Hallo. Wie heißt Sie? Frank. Hallo, Frank. Nutzen Sie denn Zucker? Sind Sie Zuckeresser? Nein. Ja? Null Zucker? Ganz gering nur. Ja? Also da, wo es drin ist, ja. Halt, aber so Kaffee ohne Zucker und so. Ja, okay. Ja. Also ich wäre auf Antwort C gehen, weil in vielen Getränken, egal was man nimmt, Brause, Cola, ist überall ist Zucker drin. Ja. Also. Und deswegen, ja, ist ja 41%, ja, klingt erstmal viel, aber ist natürlich möglich. Ja. Ja, alles klar, dann auch mein schauen Gefühl. Wir drauf. Der Anteil des produzierten Zuckers, der in Getränken wie Softdrinks oder Säften landet, liegt laut Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung bei ca. 23%. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch von industriellem Weißzucker beträgt etwa 33 Kilogramm. Und für die Herstellung von einem Kilogramm reinem Zucker werden etwa 9 bis 10 Zuckerrüben benötigt. Insofern, ja. Aber es war viel, auch der Pro-Kopf-Verbrauch enorm. Jetzt hat er einmal recht. Und dann kriegt das nicht. Und Peter Neururer hat wieder mal recht gehabt. Ich habe kein Recht gehabt, aber ich habe kein Unrecht gehabt. Das entscheidet. So, es bleibt bei 1.000 Euro. Ihr könntet jetzt ausgleichen. Fragezeichen, tierisch, tierisch und Prost. Komm, wir nehmen das Fragezeichen. Beim Microneedling A. werden Kaffeefilter wasserdurchlässig, B. wird Sportkleidung atmungsaktiv oder C. wird das Hautbild ebener? Ich wollte eigentlich Prost nehmen. Microneedling. Also,
Mikro, klein, Needle ist Nadel. Aber das kann, hilft mir nicht weiter. Werden Kaffeefilter wasserdurchlässig? Mit Sportkleidung atmungsaktiv. Das heißt, das, warum das Mikro? Oder wird das Hautbild ebener? Also ich habe keine Ahnung, was es das ist. Microneedling ist ja, hört sich ja an wie ein klinischer Begriff für mich, oder? Also ich würde zu C tendieren. Ja, das, ja. Ja, das hat ja bis jetzt immer gut geklappt bei uns beiden. Wenn wir beide für eine Antwort richtig waren, dann war es immer falsch. Korrekt, korrekt. Aber auch da kann ich mir auch nur, wirklich nur das vorstellen, dass du da irgendwas reinspritzt und dann wird das, hast du keine, also eine Art, also fast wie eine Art Falten weggedönst. Wenn wir beide denken C, sollte man vielleicht dann was anderes nehmen? Nein, nein, das ist aber, hier. Achso. Bei denen das Problem. Das Problem ist ja nur was von den anderen beiden. Deswegen lass uns doch lieber bei unserer Taktik bleiben, auch wenn wir dann 5-0 verlieren. Wir nehmen C. C. Wie ist mit Tier? Ja, ja, also das sind hier ganz neue Erkenntnisse. Beim Microneedling wird entweder mit einem nadelbesetzten Stift oder mit einer Walze mit über 500 Nadeln mehrmals über die Haut gefahren. Die feinen Nadeln dringen dabei bis zu 2 mm in die Haut ein und fügen den Zellen mikrofeine Verletzungen zu. Beim dadurch ausgelösten Wundheilungsprozess wird Kollagen gebildet. Dieses Eiweiß sorgt für die Elastizität der Haut. Zunächst wurde die Walze zur Narbenreduzierung eingesetzt, heute aber auch zur Hautverjüngung. Woher sollt ihr sowas wissen? Ja. Haben wir doch nicht möglich. Nein. So, es steht auch bei 1000 Euro. Für beide Teams hier noch eine Frage. Ihr könnt noch mal wählen, tierisch Prost. Oder Prost. Prost, ja klar, Prost. Und Prost. Okay, also ich würde Tiere nehmen, aber du Dann nehmen wir Prost. Wir nehmen Prost. Wir nehmen Prost. Mit Hilfe einer neuartigen Anlage kann ein Glas Bier innerhalb weniger Sekunden gefüllt werden, indem es A. mit einer kreisenden Bewegung eingefüllt wird, B. mit einem Druck von 2000 Bar in das Glas gezapft wird oder C. durch den Boden von unten nach oben gepumpt wird. Ach du Scheiße. Also diese kreisende Bewegung. So. Ja, da brauche ich keine neue Anlage für. Mit Hilfe einer neuartigen Anlage, die muss das bewirken. So. Durch den Boden von unten nach oben gepumpt. Ja. Also so ganz kurz, ja, also ich glaube nicht, dass die hier ein Loch reinbauen, sondern der Zapfhahn wird bis ganz runter gedrückt, also das Glas wird so reingehalten, dass der Zapfhahn ganz unten bleibt und dann kann man das Bier einfüllen und vielleicht entsteht dadurch, also das Problem beim Bier einfüllen ist ja, dass Schaum entsteht und man muss warten, bis der Schaum wieder weg ist. Gemisch von Kohlensäure und so weiter. Richtig. Genau. Aber wie viel vergleichbar? 2000 Bar. 2000 Bar. Ich glaube, das ist sehr viel. Also wird mit Sicherheit das reingeschossen und da wird das zwar sehr, sehr blitzartig gefüllt, aber bleibt nicht im Glas. Meine Vorstellung, wenn du das mit 2000 Bar in das Glas drückst, ist das Glas kaputt. Dann sind ja vorher 2000 Bar auf dem Bier. In dem Moment, wo dieser Druck nachlässt, lösen sich die Gase. Dann hast du zwar Bier im Glas, aber der Rest der Kneipe ist voll Schaum. Richtig, richtig. Da hast du nicht mal Bier im Glas. Hast du nicht mal Bier im Glas, also ausschließen. Ich habe keine Ahnung. Aber wir müssen trotzdem zu einer Entscheidung kommen. Von der Tendenz finde ich, fällt mir C am besten. Ein Glas wird innerhalb von wenigen Sekunden gefüllt, indem es durch den Boden von unten nach oben... Pass auf, ich erkläre es dir nochmal. Kapiere ich auch nochmal nicht. Die bohren kein Loch da rein. Das ging auch gar nicht. Eben. Ja, dann würdest du nicht halten. Sondern der Zapfhahn geht bis runter und drückt auf den Boden. Dann ist es nachvollziehbar, nicht mit 2000 Bar und kreisende Bewegung brauchen wir auch nicht. Also C. Das ist meine Vorstellung. C. Bevor das hier eskaliert. Eskaliert nicht. C. Hier ist die Lösung. Bierliebhaber kommen dank eines neuartigen Zapfsystems aus den USA nun schneller an ihr frisch gezapftes. Bis zu 25 volle Gläser pro Minute sind so möglich.
Anders als beim traditionellen Zapfen fällt das Bier nicht ins Glas, sondern wird schonend und gleichmäßig von unten nach oben gepumpt. Beim Aufsetzen auf die Zapfdüse hebt sich der eingesetzte Magnet im Boden. Ist die programmierte Füllmenge erreicht, senkt er sich wieder und verschließt so die Bodenöffnung. Also doch noch. Ja. Das ist richtig, aber wie so wie von uns eine von dir eine interpretiert. Da jetzt war ein Loch drin. Ja, jetzt entschuldigst du dich aber mal schön bei Herrn Neurohrer. Ne? Ist doch alles selbstverständlich. Sie hatten zum Wiederholen, also zum zweiten eine Mal. Eine Frage haben wir noch für Elton und Dietmar Hamann aus der Kategorie Tierisch. Wie kommt die Pferdekopf-Schrecke zu ihrem Namen? Er hat einen Pferdekopf, so. A. Ihr Kiefer hat die Kraft eines Pferdegebisses. B. Ihr Kopf erinnert an einen Pferdekopf. Oder C. Sie lebt als Parasit auf Wildpferden. Okay. Sie lebt als Parasit auf Wildpferden. Ach, das glaube ich jetzt nicht wirklich. Ihr Kopf erinnert an einen Pferdekopf. Ist mir zu einfach. Ehrlich? Ja, ich meine, wir arbeiten gerade an der ersten T-Shirt-Kollektion. Hm? Die ich demnächst präsentieren werde. Genau, bei Elton steht drauf, ist mir zu einfach. Ich würde entgegenhalten, wenn der Kiefer die Kraft eines Pferdegebisses hat, warum ist es dann nicht die Pferdekieferschrecke? Ja. Das heißt, wofür bist du immer? Ich bin für das, für was der Elton nicht ist. Also ich für, bin, ich bin, ich würde, B. Ich würde fast. Ich kann mir inzwischen vorstellen, dass ihr, oder beziehungsweise die Leute, die sich die Frage ausdenken, immer hoffen, hoffentlich kriegt der Elton die Frage, weil dann sagt er wieder, das ist mir zu einfach und nimmt es nicht, obwohl es das eigentlich ist. Das kann ich mir manchmal richtig vorstellen. Träumst du von der Sendung? Ja, leider zu oft. Ja, kommen wir in den B. Und wenn das nicht ist, dann einfach. Ey, das wäre. Da war es zu schwer. Aber sorry, Freunde, wenn jetzt B richtig ist, dann gibt es da maximal 250 Euro dafür. Ja, das wäre wirklich, das wäre echt viel zu einfach. Pferdekopfschrecken leben in Südamerika, wo sie mit etwa 130 Arten vertreten sind. Sie zählen zu den Heuschrecken und sind durch ihren astähnlichen Körper perfekt getarnt. Ihren Namen haben sie von ihrem länglichen Kopf mit den hervortretenden Facettenaugen und auffälligen Mundwerkzeugen. Er erinnert tatsächlich entfernt an einen Pferdekopf. Richtige Antwort und damit nochmal 500 Euro obendrauf. So, wir haben folgenden Zwischenstand. Das kann so einfach sein. Ja. Wir haben folgenden Zwischenstand vorm Finale. Bernhard und Peter Neurohrer haben 1500 Euro erspielt. Elton und Dietmar Hamann haben ebenfalls 1500 Euro erspielt. Es ist noch keine Verlängerung, aber wir kommen jetzt zur Entscheidung. Hier ist das Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Olympia. So, ich darf euch bitten zu setzen. Also, mein Tipp. Seid ihr fertig? Ja. Beide Teams haben gesetzt. Dann kommen wir jetzt zur heutigen Masterfrage. Das weiß ich. Was ist keine Disziplin beim Olympischen Turnen der Frauen? A. Pauschenpferd, B. Sprung oder C. Stufenbarren. 20 Sekunden ab jetzt! Bam! Die Zeit ist um.
Okay, beide Teams. Das passiert immer am Ende. Haben Geld gesetzt, beide Teams haben eine Antwort eingeloggt. Das ist schon klar. Und wir sind gleich zurück und dann gibt's die Entscheidung. Das Duell der Fußballexperten Peter Neururer spielt mit Bernhard Hoeker. Beide haben 1.500 Euro erspielt. Und ihnen gegenüber Dietmar Hamann und Elton, ebenfalls 1.500 Euro auf dem Konto. Ich habe beiden Teams gerade die Masterfrage gestellt, die heute lautet, aus der Kategorie Olympia. Was ist keine Disziplin beim Olympischen Turnen der Frauen? A. Pauschenpferd, B. Sprung oder C. Stufenbarren? Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Bernhard und Peter Neururer haben 1.500 Euro erspielt und gesetzt alles. Elton und Dietmar Hamann haben 1.500 Euro erspielt und gesetzt alles. Für welche Antwort habt ihr euch entschieden? Bernhard und Peter haben getippt auf Antwort A. Elton und Dietmar Hamann haben getippt auf Antwort A. Ja, gibt für keinen was. Bei den Männern sind die Disziplinen Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck. Bei den Frauen sind die Disziplinen Sprung, Stufenbarren, Balken und Boden. Pauschenpferd ist die richtige Antwort. Jetzt steht eines fest, und um im Fußballfachjargon zu bleiben, jetzt gehen wir in die Verlängerung, um nicht zu sagen ins Elfmeterschießen. Ja, 3.000 Euro stehen auf den jeweiligen Konten. Das heißt, 3.000 Euro sind schon mal sicher, dass die heute gewonnen werden. Die Frage ist nur noch, welches Team gewinnt die 3.000 Euro? Und das klären wir jetzt in der alles entscheidenden Schätzfrage. Boah. Wie lang ist die Weser in Kilometern? Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Bernhard und Peter haben getippt auf 350 Kilometer. Elton und Dietmar haben getippt auf 250 Kilometer. Oh, das war knapp. Die Weser ist genau 452 Kilometer lang. Und damit gewinnen Glückwunsch! Ja. Ja, danke. So, ihr habt 3.000 Euro gewonnen. 64 Zuschauer sitzen hinter euch. Das heißt für jeden von euch 46,88 Euro. Peter, ein Titel, ein weiterer Titel in deiner Sammlung. Champion bei, wer weiß denn sowas. Herzlichen Glückwunsch, euch Glückwunsch und vielen Dank, Dietmar, für den Besuch. Danke, die Weser. Danke auch an euch. Glückwunsch unseren drei App-Gewinnern. 46,88 Euro. Danke fürs Mitspielen. Wenn Sie die App noch nicht auf Ihrem Smartphone haben, die ARD Quiz App, vielleicht mal runterladen, dann können Sie hier mitspielen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.